Und jetzt schalten wir gleich mehrere Gänge hoch und gehen auf eine besondere Rennpiste, wo Geschwindigkeit in ohrenbetäubender Rasanz präsentiert wird. Dabei zählt nur eins, diese Geschosse, anders sind die Autos mit den meist riesigen Reifen ja nicht zu bezeichnen, so schnell wie möglich zu beschleunigen. Es ist zwar schwer vorstellbar, aber mancher schafft es von 0 auf 100 km/h in nur einer halben Sekunde. Dafür sorgen 10.000 PS starke Motoren. Eines dieser sogenannten Dragster-Rennen findet auch in Deutschland statt. Mit etwa 40.000 Besuchern am Hockenheimring ist es das größte außerhalb der USA, zeigt uns Tim Kukral. Das war nur die Vorbereitung, der Burnout, um die Reifen anzuwärmen. Das Rennen selbst nur ein paar Sekunden. Der Fahrer oder die Fahrerin beschleunigt aus dem Stand auf bis zu 500 Kilometer pro Stunde. Nach 400 Metern öffnen sich die Bremsfallschirme und das Rennen ist schon wieder vorbei. Es fühlt sich natürlich unglaublich an, wenn du da auf den Pinsel drückst und die 6G-Kräfte auf dich wirken. Du weißt, das Ding geht ab wie eine Kanone. Ich selber habe noch nie so ein Gefühl erlebt wie den Adrenalinkick, den ich beim Drag Race habe. Drag Race, also Beschleunigungsrennen mit aufgemotzten Autos oder Motorrädern, einfach nur geradeaus, ohne Kurven. Der Sport kam einst über US-Soldaten nach Deutschland. Sie ist in der Szene ein Star, India Ehrbacher. Ich bin eigentlich auf der Strecke mit groß geworden. Mein Vater ist seit über 35 Jahren im Rennsport. Urs Ehrbacher war einer der erfolgreichsten Drag Racer Europas. Jetzt unterstützt der Schweizer die Karriere seiner Tochter. Für ihn geht es um mehr als nur die paar Sekunden auf der Rennstrecke. Es geht auch darum, wie ist das Auto abgestimmt, wie ist es frisiert. Also es geht auch darum, dem Mann zu zeigen, mein Auto läuft viel besser als deines, weil ich das besser abgestimmt habe. Fast alle hier schrauben ehrenamtlich an den Rennmaschinen. Fahrer, Techniker, Fans, die Übergänge sind fließend. Für Motorsport-Enthusiasten aus ganz Europa macht genau das den Reiz aus. Man ist so nah dran wie nirgendwo sonst. Also in der Formel 1 kannst du mal über den Zaun gucken und siehst vielleicht Mechaniker langlaufen. Und hier, wenn man mal Glück hat, kann man tatsächlich auch mit den Leuten mal direkt reden. Allein die ganzen Motoren, die ganzen Leute, auch nebenbei auf dem Campingplatz, das ganze Zelten und so. Es ist eine riesige, reinste Party. Zurück zur Rennstrecke. Die schnellsten Fahrzeuge haben mehr als 10.000 PS und einen Spritverbrauch wie ein Triebwerk eines Jumbo-Jets. Wenn auch, das betonen sie hier, nur für die kurze Zeit der Rennen. Dass Kritiker das Event für eine Umweltsünde halten, nicht alle Teilnehmer kümmert das. Andere sagen, man habe das Thema im Blick. Man muss natürlich eine Lösung finden. Also mit Elektroautos kann man hier nicht starten, das geht nicht. Aber dass man halt mit speziellen Treibstoffen fährt, das kann schon kommen. Ja. Auch das Risiko fährt mit. Kaum zu glauben, der Fahrer kann seinen Rennwagen kurze Zeit später unverletzt verlassen. Der Tag endet mit einer Show. Und auch bei der dreht sich natürlich alles um die Beschleunigung.